Ah ja, okay, 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 ist aber nichts. Nichts Besonderes. Hier ist auch nichts. Jesus. Cole, come take a look at this. Was? Hast du hier wieder in die Hose geschissen oder was? Und damit ein herzliches Willkommen bei den deutschen VR-Gamern und auch ein herzliches Willkommen bei dem neuen VR-Game L.A. Noir. Und ja, okay, es ist jetzt schon ein bisschen draußen, ein bisschen länger, ist jetzt nicht erst seit heute raus, aber auf jeden Fall ist es wert für uns auch gerade, das unbedingt anzuzocken und euch auch zu zeigen, wie das Spiel ist, ob es sich auch überhaupt lohnt. Und ich bin auch sowieso ein Fan von diesem Game, denn ich habe schon damals, als es rauskam, natürlich jetzt kam es ja als VR raus, aber als es noch als normales Spiel rauskam, auch durchgesuchtet. Und da war sehr viel Liebe in diesem Spiel drin und ich habe es auch geliebt. Und ich war sehr begeistert und hat mir auch sehr Spaß gemacht, die Fälle zu lösen und Sachen zu erkunden, Beweise zu suchen. Ich kann mich noch erinnern, man musste auch Fragen stellen und auch vielleicht sogar Beweise mit den Fragen zusammen kombinieren und den bei einem Verhör auch und den Täter entlarven dabei. Man kann sich dabei auch selbst ins Knie schießen, wenn man den Falschen verdächtigt und alles. Umso mehr bin ich auch gespannt, wie viel hier davon eingebaut ist. Und ganz besonders auch, was ihr euch auch fragt, wie lange es überhaupt gehen wird. Naja, und nebenbei überhaupt sowieso, habe ich vergessen zu sagen, ich bin's, DNC, euer DNC wieder am Start. Und wir werden gemeinsam dieses Spiel mal untersuchen und es auch genießen. Also lehnt euch ansonsten zurück und ich wünsche viel Spaß und wir sehen uns gleich. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. Meine Hand. Groovy, DJ, Alter. So, Wiggle. Drücke Viereck oder Dreieck, um dich zu drehen und zu verhindern, dass du dich von der PlayStation Kamera abwendest. Okay. Ah ja, können wir nur in Schritten. Ich guck nachher mal in den Einstellungen. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Oh, du Sau. LA Noir hat drei verschiedene Bewegungsmodi. Drücke die Taste, ne, oben vorzufahren, rechts. Für manche Spieler können bestimmte Arten der Navigation Unbehagen verursachen. Für mich ein Glück nicht. Mit deinem Fahnenkreuz kannst du dich zu jeder Stelle bewegen. Halte gedrückt, um dein Fahnenkreuz anzuzeigen und lasse los, um dich dorthin zu bewegen. Ah ja. Ah ja. Der nächste Modus, ja, das gefällt uns natürlich gar nicht. Das ist auch für euch blöde. Mit Teleport. Der nächste Modus ist die Bewegung über hervorgehobene Objekte. Einfach halten und rüber. Ja, ist nicht so spektakulär, ne? Der letzte Modus ist die fortlaufende Bewegung. Das gefällt uns natürlich schon viel besser. Der Bewegungsmodus kann im Pausenmenü geändert werden. Ah, okay. Drücke Dreieck links oder greife nach deiner Uhr und drücke T, um das Pausenmenü zu öffnen. Oh, nice. Einfach nach der Uhr greifen. Okay, Karte. Cool, hier haben wir eine Karte. Nice. Okay. Ah, gut, können wir uns so umschauen. Protokoll, was so alles gelabert wurde und alles, denke ich. Statistik. Neu. Gucken wir mal kurz mal hier rein. Spiel. Laden erneut starten. Nein, wollen wir nicht. Option, Anzeige. Vielleicht können wir auch schon was ändern. Man kann sogar schwarz-weiß. Man kann alles in schwarz-weiß machen. Könnt ihr ja mal sagen, falls ihr unbedingt wollt, dass wir in schwarz-weiß das machen, aber ich glaube, ich werde das hier in Farbe machen, einfach.
Helligkeit lassen wir. Untertitel bleibt ein. Steuerung. Tasten. Ja, okay, da wollen wir uns jetzt nicht zu lang aufhalten. Armbewegung. Diese Option kann zurzeit nicht geändert werden. Achso. Gleichmäßige Rotation. Linkshänder. Ah, kann man auch noch einstellen, ob man Linkshänder ist. Gameplay. Hinweis Musik, Aktion überspringen. Komfortmodus, das wollen wir aushaben hier. Für ein Let's Play. Das ist super. So. Das andere, wo wir gerade nicht reingucken konnten, gucken wir uns nachher an. Vielleicht können wir nachher ran. Ja, denn, gut. So. Halte links gedrückt, um vorwärts zu gehen. Benutze Viereck oder Dreieck rechts, um dich dabei zu drehen. Ausprobieren. Okay, okay. Und dann so. Ah ja. Halte T gedrückt, um zu sprinten. Ah ja, jetzt sind wir schneller. Ja. Sauber. So wollen wir das. New and the Boss Fest. Können wir es jetzt kurz ändern? Tut mir leid, Freunde. Ganz kurz. Komfortmodus super, ja, haben wir ausgeschaltet. Armbewegung. Halte links gedrückt, um dich vorwärts zu bewegen. Achso, dann müssen wir wahrscheinlich die Arme dabei. Dann müssen wir bestimmt die Arme dabei bewegen. Aber ich sitze hier, ist jetzt doof so. Headset-Navigation. Bewegungsrichtung zu ändern. Hä? Gleichmäßige Rotation. Mal gucken, ob das was bewirkt, dass wir das ein bisschen flüssiger sich drehen lässt. Ah ja, jetzt bewegt sich sauber. Okay. Da kann einem natürlich schon schlecht werden, aber eigentlich ging es bei mir bisher immer gut. Hey, bleib stehen, verdammt! Police Department! Chief Office of Police! Bleiben Sie stehen! Ich bin ja Office of Police, die Parts. Ah, da bist du, Drecksack! Bleib stehen, verdammt! Bleib stehen, du bist verhaftet! Was? Du bist ganz schön klein. Halte T gedrückt, um eine Faust zu machen. Führe einen Schlag aus, indem du deinen Arm ausstreckst und deinen Gegner triffst, wenn seine Deckung offen ist. Das gefällt mir schon mehr. Du kannst einen Gegner auch mit der flachen Hand schlagen. Blocke ab, indem du deine Arme hochnimmst. Wenn du erfolgreich blockst, leuchtet der Bildschirm grün auf. Ducke dich und weiche deinen Gegner aus, um keinen Schaden zu nehmen. Come on then, pretty boy. Ja? Pisser. Mit der flachen Hand. Du dreckiger Schuft, lass mich! Lass mich in Ruhe! Nein, komm, wir kämpfen jetzt wie Männer! Penner! Was willst du, hä? Komm her! Komm her! Willst du noch einen? Oh, tut's dir weh? Oh, dein Magen, oder? Tja, der Gegner nehmen! Komm her! Was bist denn du? Ich war mal Boxer! Ja, aua! Ich flirte, weißt du? Guck mal! Pisser! How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Na klar. Ich bin sportlicher Typ. Mein Freund, ich bin sportlich. Und ich war Boxer. Straßenkämpfer, besser gesagt. Und bin dann zur Polizei. Die haben dann über meine Delikte einfach hinweggesehen. Scheiß drauf. Was war das? Hä? Jetzt kam die Musik, als wenn was kommt und jetzt ist schon mit der Ladebildschirm hier. Cool, also wir können schon mal geil bewegen, ey. Hätte auch sein können, dass man nur Teleport machen kann oder sowas. Aber man kann sich auch echt frei bewegen. Achso, halte Modus Headset-Navigation gedrückt, um dich in Blickrichtung zu bewegen.
bewaffnet und gefährlich. Was? It's only a couple blocks from here. Oh, benutze T, um den Türgriff zu greifen. Ui, wir dürfen jetzt nicht wirklich fahren. Benutze T, um nach dem Türgriff zu greifen und drücke, um auszusteigen. Ja, ich will aber nicht raus. Okay. Benutze T, um das Lenkrad zu greifen und zu lenken. Nice. Drücke T links, um zu bremsen. Halte die Taste gedrückt, um rückwärts zu fahren. Drücke Kreis oder X oder bewege die Hände vom Lenkrad weg, um es wieder loszulassen. Ah ja. Okay. Benutze T, um die Handbremse zu greifen und anzuziehen. Ach nee, in den heutigen Zeiten ist hier die Handbremse. Ah, hier leuchtet was. Handbremse. Benutze T, um das Funkgerät zu greifen und der Zentrale anzuworten. Was? Nice. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Alles klar, wir sind gleich da. Jetzt bin ich dran. Okay, alles klar, Chief. Ja, ja, wir sind am Start. Okay, zum Schlüssel. Oh mein Gott. Ja, drücke T, um zu beschleunigen. Oh, Sirene. Achtung, hier ist der Deputy of Chief. Oh, das war... Du kannst schnell zu einem Ziel reisen, indem du diesen Hebel ziehst. Aber wohin wir nicht. So. So, auf geht's. Da haben wir die Karte. Kommen wir da rein? Oh, nice. Oh, es ist nice. Es ist geil. Warte, ich muss mal kurz nochmal... So, jetzt sitze ich richtig. Jetzt sitze ich mal richtig. Okay, Achtung, Polizei! Oh! Alter. Der Drift King ist am Start. Ladebildschirm. Nice. Noch ein Ladebildschirm. Oh, fuck, Schießerei! Oh! Okay. Lasse deine freie Hand vom Lauf und halte gedrückt, um Munition zu erhalten. Lade die Munition in die Schrotflinte. Okay. Bewege die freie Hand zum Lauf und halte T gedrückt, um die Waffe zu stabilisieren. Oh. Und nachladen. Okay. Nein! Ich will raus. Okay. Ja, ich will raus. Wir können es bewegen. Sehr gut. Okay. Alles klar. Nein. Okay. Bereit? Stay down. Bam, Alter. Der war aber ein Schwarzer. Erster Schuss sitzt. Ja, ist ja gut. Übertreibt man nicht. Schroti. Okay, wir gehen nach vorn. Ah, nee, wir bewegen uns lieber frei. Nein! Ich habe die Waffe fallen gelassen. Okay. Ah, da ist einer! Stehen bleiben! Gib auf, oder ich schieße! Halte Viereck links, während du in der Deckung bist, um nicht getroffen zu werden. Okay. Achso, so, ja. Okay, gut. Ergeben Sie sich! Ich habe Sie gewarnt! Da oben! Hab ihn! Scheiße. LAPD, put down your weapons! The bank is surrounded! I'm offering you a chance to... Na, die Bank ist nicht wirklich umzingelt, aber ja, gut. Hab ihn! Put your weapons down and your hands in the air! Greifen mit der Bewaffnung nach dem Revolver! Ah! Oh! Hängen geblieben. Das
sonst auch, ja, aber auch gerade hier mit der Schnur vom Motion Controller. Okay, weg hier! Ah! Oh, scheiße! Oh, verdammt! Oh, macht das Fun! Oh, wir müssen selber sogar. Geben Sie auf! Nach der Trommel, um sie zu lösen. Hä? Ah! Kippe die Hülsen aus der Trommel. Ih, wie nice! Halt den T mit der freien Hand gedrückt. Position. Kippe die Hand, um die Trommel zu schließen. Nice, Alter. Das ist geil. Das gefällt mir schon mal sehr. Geben Sie auf. Aufgeben. Scheiße. Okay. Habe ich schon nachgeladen? Okay, scheiße. Gib auf! Letzte Warnung! We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you have my back. Man couldn't ask for a better partner. Okay, ey, wow. Erster Eindruck ist schon mal geil. Macht mega Fun. Auch mit dem Schießen und alles. Und auch die Feinheiten, worum du dich kümmern musst, mit dem Nachladen und so, auch die Trommel und den so selber reinführen und alles, ja. Und auch frei bewegen vor allem, ja. Das ist mein Geschmack, absolut. Ich hoffe nur, das ist nicht schnell vorbei, so das Game. Weil das hat auch so circa 30 Euro hat's gekostet. Ladebildschirm. KGPL calling car 14 Adam. Tod im Spiegel. Adam, go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. It is 16 William, request uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Beweissicherung. Jo, Kollege. Hast du gehört? Beweissicherung. Beweissicherung, ne? Ja, hast du gehört? Hast du gehört? Ja, hast du gehört? Beweissicherung sollen wir machen. Hast du gehört? Du? Hast du? Hast du es gehört? Tut mir leid. Leute, tut mir leid. Oh, einfach dieses frei bewegen. Ein Genuss. Aber verträgt halt nicht jeder, ne? Muss man natürlich bedenken. Daher ist ja gut, dass man auch so eine Sachen wie Komfortmodus und so einbaut. Gut, jetzt müssen wir auch alles selber machen. Können wir hier Funk hier? Ja, wir sind unterwegs. Ja, yes, man, wir sind unterwegs. Ja, yeah, über die nächste Kreuzung. Wir sind unterwegs. Okay, ist jetzt nur Beweissicherung, wie ich jetzt verstanden habe. Von daher brauchen wir jetzt hier auch keine Sirene, oder? Hey! Ah! Au! Ah! Halt! Sind Sie des Wahnsinns? Warte mal, können wir auch? Hier ist nämlich eh. Nein! Ja, wir können das Fenster wirklich runter machen. Du Vollnepp! Was soll das? Okay, vorwärts. Wir machen doch mal Sirene an. Mann! Ich muss gerade mit die Taste. Okay. Ja! Floyd Rose, Homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton. A Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Guten Tag. Den kenne ich noch von dem normalen Spiel auf jeden Fall auch. Mit denen hatten wir... Weiß nicht, soll ich Spoiler? Ist ja kein Spoiler. Mit denen hatte man später auch mal gearbeitet, denn...
Manchmal spielt sich Interessantes hinter Phelps ab. Drücke Kreis rechts für eine 180-Grad-Drehung. Give it your best shot, guys. The dead guy's a low life. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. I'm out of here. To be. Happy hunting. Thanks. Und jetzt nochmal drücken, um nochmal. Okay. Du kannst deinen Partner anschauen, um Rat zu fragen. We've got to be thorough, Cole. Check into every corner. Okay. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. Greife nach deiner rechten Hemdtasche und drücke T, um die Taschenlampe zu halten. Come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Ich hab mich geduckt. Können wir die wieder ranmachen? Oh ja, können wir auch. Dann können wir so rumlaufen. Oh. Oh, das ist wirklich... Ey, das Spiel ist wirklich mein Geschmack. Gerade weil ich da damals das auch schon geliebt habe. Und jetzt in VR selber drin zu sein. In diesem Spiel. Ach, der zeigt an da, das Drücken. Oh, diese Musik allein. Muss jetzt manchmal noch herausfinden, wo man sich bückt. Insektenspray. Oh. War nichts Besonderes. Hallo? Show's over. Keep moving, all of you. Nice. Ey, genau das. War bei dem anderen, beim normalen Spiel auch. Hingehen und dann... Ey! Verpisst euch hier! Das hier ist ein Tatort. Danke. Oh Mann, immer muss man alles selber machen, ey. Ne? Meine Herren... Clear this area immediately. Weg hier. Sie haben hier nichts verloren. Haben Sie mich verstanden? Nichts verloren. Danke. Ja. Was machen Sie hier? Ja, okay. Ich komme. Schneller als der Wind. Okay. Die Mordwaffe finden. Ein sehr altes Bügeleisen. Warte mal, was ist denn das immer? Der zeigt immer was an, was man drücken kann. Hier. Achso, dann stehen wir anscheinend immer bei den Objekten auch gleich mit dran. Anscheinend. Marathon. Hey Cole, let's get moving. Ja, okay, ist aber keine Mordwaffe auf jeden Fall. So. Hey! Oh, hast du mich erschrocken hier? Bist du wahnsinnig? Es ist hier dunkel. Du kannst doch nicht einfach vor mir stehen und mich erschrecken. Immer diese Partner, ey. Immer die Kollegen, wirklich. Die selber nicht mal mit nachdenken. So, ich habe hier eine Heidenangst, Mann. Ah, was haben wir hier? Aber hier ist kein Blut dran. Na, was war das? Willst du mich ärgern? Er ist aus Stahl, dieser Mann. Okay, haben wir noch was? Eine Flasche? Ja, ich such doch. Nerv mich doch nicht. Er sagt so, hör, wach mal auf. Ich such doch. Er macht doch nichts. Er steht doch nur da. Ja,
Ah ja, okay, 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 ist aber nichts. Nichts Besonderes. Hier ist auch nichts. Jesus. Cole, come take a look at this. Was? Hast du dir wieder in die Hose geschissen oder was? Ach Mann, ey, mit dir immer unterwegs zu sein, ist immer sehr anstrengend. Ah, cool, können wir auch öffnen. Hier ist gar nichts. Überhaupt. Nada. Niente. Okay. Haben wir noch was? Ein Helm? Unsere Mütze. Jetzt haben wir eine freiere Sicht. Ist auch nice gemacht, ey, oder? Zack. Und da ist wirklich die Sicht leicht eingeschränkt. Mega nice, Alter. Ja, guten Tag, Sir. Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir noch so einen Backstein. Damit kann man aber leider nicht backen, Freunde. Nicht missverstehen. Ein Trichter. Was über Boxen. Und, warte. Nee, da ist auch nichts. So. Hier haben wir auch nichts. Ach, das meint er. Ja, ich bin auch da. Aha. Ja, ich guck sie mir an. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Okay, musste also wirklich hier die mittlere Taste drücken, damit er das sich hinstellt und darüber redet. Dieses Dingsbums, das ist bestimmt eine Alpha. Nee. Musik ist aus. Hier ist natürlich... Tut mir echt leid, ich bin halt einer, der mischt manchmal auch gerne ein bisschen... Oh, die Lampe ist weg. Ich will mal austesten, wann er uns hier... Der schickt uns jetzt im Moment 100% zurück. Ich renn mal. Ich guck mal, wann der uns hier zurückschickt. Hä? Immer noch nicht? Hä? Hallo? Oh, jetzt muss er speichern? Willst du mich gerade verarschen? Du willst mich gerade verarschen, oder? Ey, hup doch nicht! Hä, willst du mich rollen? Ist dein Ernst? Ich glaube, ich raste gleich aus. Wisst ihr, was das bedeutet gerade? Hallo? 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 Alter, wir können uns hier frei bewegen? Oh, Entschuldigung. Alter, ich habe mich gerade selbst erschrocken. Hallo, Sir. Guten Tag, wie geht's Ihnen denn? Wie war Ihr Tag? Sagen Sie mal, wie war Ihr Tag? Hä? Komm, kommen Sie mal raus da. Kommen Sie. Hey! Ihre Tür ist offen. Was denn? Was denn? Was hast du? Hä? Was hast du? Ich konnte gerade Fingerbewegungen machen. Was haben Sie? Sie sind der Täter. Ach nee, okay, alles okay. Guck mal rein. Hier, guck mal. Alter, wir können uns echt frei bewegen. Reingeguckt! Reingeguckt! Haha, jetzt gibt's Haue. Ja, jeder muss mal. Wenn man reingeguckt hat, das ist halt Gesetz. Warten Sie. Warten Sie. Sie haben reingeguckt. Das ist halt normal. Das ist halt Gesetz.
Auch bei uns hier an der Polizei ist das Gesetz. Reingeguckt, Kreuz und... Scheiße. Tut mir leid, ja, tut mir leid. Ich musste aber es austesten. Alter. Ja, ich komme ja. Ich komme ja. So, Türchen. Hier haben wir auch nichts Besonderes. Hier ist auch nichts. Die Eimer können wir nicht nehmen, oder was? Ja, das war's. Also das ist hier noch. Fenster, aber okay, es hat geleuchtet. Es hat eben geleuchtet. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Ah, da sehe ich jetzt links ganz oben, links oben. Da ist eine Waffe, da sieht man eine Waffe. Oh, wir sind aber auch ein Spürhund. Das hat auch geleuchtet. Mann, leucht mal nochmal. Hallo. Ja, jetzt. Ja. Hä? Hä? Okay. Wir wurden einfach dahin gespawnt. Ah ja. Okay. Ah ja. Okay, sind wir oben? Gucken wir uns mal ein bisschen um. Nö. Noch nicht. Ich bin ja der Master Police of Department Chief. Nichts gefunden. Hier, das sieht unverdächtig aus. Scheiße. Hier oben ist gar nichts. Was haben wir denn hier? Drehe deine Hand, um einen Gegenstand auf interessante Stellen zu untersuchen. Smith & Wesson, Serial S71893. Hm. Passe mit der freien Hand, um die Trommel zu lösen. Ah. Two rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Hm. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Ja, Mann. Dein Notizbuch ist in deiner linken Hemdtasche. Bewege die freie Hand dorthin und... Oh! Drücke die Taste erneut. In deiner linken Hemdtasche, um das Notizbuch zu schließen. Ah ja, und der ist wieder weg. Gut. Alter, das, das gucken wir uns jetzt aber mal an. Tod im Spiegel. Im Licht am besten natürlich. Ja. Person. Scooter Payton. Genau, wie im Spiel halt, wie davor. Ah ja, gut, in der Mitte kann ich auch wieder zurückschalten. Okay. Mordverdächtiger. Zeugenbeschreibung eines großen weißen Mannes. Oh, Alter, ich freue mich aber schon drauf, mit euch zusammen das Spiel weiter zu zocken, ey. Ermittler der Mordkommission als erster am Tatort. Wir können hier raufschreiben. Sogar. Beweise. Blutfleck. Blutspritzer an Türe und am Boden der Gasse. Können wir nichts machen. Und die Waffe. Smith & Wesson Revolver. Seriennummer 571893. Zwei Schüsse abgegeben. Und ich vermute, es lief irgendwie so ab. Der eine stand nämlich hier, in der Gasse. Ja? Hier, ich bin professioneller Polizist, ja?
die auch richtig Zeichenlehrgang gemacht. Hier ist die Wand an der Gasse, oder die Tür besser gesagt, die da vorn. Hier ist der andere. Und die haben wegen was gesprochen oder irgendwas über sich gestritten. Und er war hier und hatte plötzlich die Waffe gezückt, hier so. Ah, die war auch so, also so groß war die jetzt nicht, aber der stand da und meinte, nee, nee, mach nicht und so. Und er meinte, doch, ja, hier, das regt mich auf. Und so müsste es gewesen sein. So und nicht anders. Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, hier sowas. Eine Banane mit Äpfeln, die denn noch hier so ist, ne? Zwei Äpfel und eine Banane, da hatte ich auch mal so gedacht, so ein Obstteller, ne? Ja. Oh ja. Okay, wir haben es aufgedeckt. Ja, also was heißt aufgedeckt? Wir haben die Mordwaffe gefunden. Ja, Leute, da ist die Zeit auch schon um. Und war jetzt für mich auch gerade erstmal sehr kurz. Und ja, also mein erster Eindruck ist erstmal, ich bin überrascht und ich freue mich umso mehr. Es war jetzt hier kaum Eindruck eigentlich, nur so ein bisschen. Aber was wir jetzt schon machen können, wir können fahren mit dem Auto, auch frei herum, vermute ich. Man kann auch schneller natürlich hinporten, wenn man möchte oder man es auch nicht verträgt. Und wir können uns in den Straßen frei bewegen und alles auch. Und was wir alles machen können mit unserem Notizbuch, können wir Sachen rausfinden und selber was auch aufschreiben, wenn wir Bock hätten. Ist aber ein bisschen schwer, zittert ganz schön. Und wow. Also ich kann nur sagen, ich freue mich mega mit euch weiter, wie schon gesagt, das weiter durchzuzocken, ey. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und ich werde das auf jeden Fall weiterzocken. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal auch wieder dabei am Start seid. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like dalassen, wie immer. Und gerne abonnieren, wenn es ihr noch nicht getan... Wenn ihr... Meine Sprachfehler. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne abonnieren. Und auch das Glöckchen klingeln. Dann verpasst ihr auch absolut gar nichts. Ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle bei euch. Und... ich wünsche euch noch einen schönen Tag, morgen oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video auch schaut, und sage tschüss, macht's gut, Freunde, und haut rein. Ciao.